Kompass Richtung Sonne. Heute an diesem 3. Oktober 2021 bin ich morgens um 8 Uhr aufgebrochen nach Südspanien, nach Andalusien in die Wüste von Tabernas. Und dort möchte ich einige Wochen bleiben, bevor ich dann weiterziehe an die Westküste der Algarve. Ja, und heute habe ich dadurch, dass ich über Landstraßen fahre, dass ich Mautstraßen nicht eingegeben habe in mein Navi, komme ich nicht gerade blitzschnell voran. Außerdem hat es die meiste Zeit geregnet. Schlechte Straßenverhältnisse, langsam fahren, dann natürlich hier in Frankreich auch jetzt die letzten 100 Kilometer über kleine Landstraßen, kleine Ortschaften. Ja, und das gefällt mir. Und jetzt höre ich auf. Ja gut, ich habe jetzt gerade mal von 2400 Kilometer bis in die Wüste von Tabernas habe ich knapp 600 Kilometer geschafft. Das ist nicht viel. Aber ich höre jetzt hier auf, bevor es dunkel wird. Es ist jetzt 4:45. In einer Stunde oder früher ist es dunkel. Und hier habe ich an einem Friedhof gerade einen geeigneten Biwakplatz gefunden. Und hier mache ich Stopp. Hier können die Hunde ein bisschen Auslauf bekommen. Hier mache ich mir was zu essen. Und hier penne ich in meinem Matratzenlager unten im Auto. Klappe also nicht mein Dachzelt auf, so dass ich hier möglichst unauffällig, unerkannt als Durchgangsverkehr, pausemachend gesehen werde. Ich stehe hier genau vor einem wunderschönen alten Baum, der noch bunte Blätter hat. Und genau hier bleibe ich stehen, etwa 150 Meter von der Landstraße entfernt, auf der ich morgen früh in aller Frühe, in aller Dunkelheit dann weiterziehen werde. Well, they call him Vagabondo. But they never really do know. The heart of the man takes to the road. He wears a red bandana. The lady in Campuchia gave him to remember a night they shared, and he plays guitar like Django. Every springtime upon the low slopes, meets with his brothers again, and they sit around the firelight. Talk just until dawn light, when the wine is gone, he's on the road again. Ja, Friedhöfe sind immer eine geeignete Location zum Biwakieren. Erstens findet man hier Wasser, meistens auch einen guten Parkplatz, heute sogar mit gemütlicher Sitzbank. Und dieser Friedhof liegt auch etwas abseits von dem Dorf, wo er zugehört. Die Landstraße, die vorbeiführt, führt nicht direkt hier über den Friedhof, ist etwas zurückgelegt. So
dass ich hier sicher eine ruhige Nacht habe, aber bevor es Nacht wird, mache ich mir hier noch einen gemütlichen Abend in meinem Pennerauto. I wonder where you'll go when the road beneath your feet. Ja, nochmal der Hinweis auf Friedhöfe, wenn ich so unterwegs bin, wo ich morgens nicht weiß, wo ich abends penne, dann habe ich auch in der Dunkelheit, wenn ich jetzt hier weiterfahren würde, habe ich immer Friedhöfe am Straßen- oder Hinweisschilder auf Friedhöfe und auf Sportplätze oder Sporthallen im Auge, denn dort findet man meistens einen Parkplatz oder einen geeigneten Pennerplatz.